Danke, Edmund. Ich habe das Bild extra gerade rausgesucht, weil ich es euch zeigen wollte. Hallo! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman. Mir wurde ein Level gespoilert von Hitman selber. Aber ist nicht schlimm. Also ich weiß nur, dass es ein Zug ist, das letzte Level jetzt. Aber kann ich mitarbeiten? Hier, im Februar gibt's Updates. Es kommen 2 Deluxe-Content-Missionen. Die können wir uns dann angucken, wenn sie kommen. Und am 26. Februar bis 8. März gibt es das erste Elusive Target wieder. Ich hasse Elusive Targets. Besonders, das ist eins von alten Spielen scheinbar, nicht mal neues. Aber, liebe IO Interactive Entwickler, bitte löscht das Elusive Target System und macht die einfach nur Targets und einfach coole Missionen, die man spielen kann. Danke, es wäre sehr cool. Auf jeden Fall kenne ich alle nicht, deswegen können wir die theoretisch spielen, wenn ich da echt gerade in Hitman-Laune bin. Eigentlich will ich sie spielen, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock, dann die Mission einmal zu verkacken und sie dann nicht mehr spielen zu dürfen. Dumm, 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 dumm. Warte mal, heute ist die positive Folge. Die letzte war ja schon, wo wir uns aufgeregt haben, ne? Ja, willkommen zurück zu Hitman. Ich freue mich sehr auf die letzten 2 Missionen. Fruchtpresse, Fruchtpresse. Und ich freue mich auch auf diese Ninja-Mission, weil so ein weißes Katana und so ein weißes Sniper und weißes Outfit freizuschalten klingt sehr cool. Das Zeug klingt gar nicht so cool, aber wir schauen uns beide auf jeden Fall an. Diese Featured Contracts sind scheinbar nur irgendwelche, das ist einfach nur Müll. Das ist nichts großartig Durchdachtes und so, also die kann man ignorieren. Und da kommt halt ein Elusive Target. Und normale Escalation-Protokolle kommen auch noch am 4. Februar zum Beispiel eins. Ist nicht schon? Warte mal. Ist der 5. Februar, das ist schon da. Da muss man irgendwie die ganze Familie da ausschalten. Genau. Wir können ja mal gucken, ob das hier schon aufgelistet ist. Da ist es. Baskerville. Die 3 muss man ausschalten. Und Escalation ist, dass es 3 Stufen hat. Heißt, die Mission wird jedes Mal schwerer. Ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass wir die gesamte Familie ausschalten müssen am Ende. Ich hatte auch welche schon mit so 8 Zielen oder so, solche Missionen. Theoretisch gibt es aber immer bei den Eskalationen Sachen freizuschalten. Nö, hier ist keine Freischaltung dafür. Schade. Okay, dann schaltet man hier nicht schon mal nichts frei. Dann ist die einfach so. Ah gut, das machen wir nicht. Wir sind dabei. Warte, gehen wir auf Kampagne. Hitman 3. Wir sind da. Wir waren beim letzten Mal in Chongqing. Und haben dort 2 Leute ausgeschaltet. Und begeben uns heute zu der Mission Der Abschied. Schauen wir doch rein. Alte Angewohnheiten. Found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Harold. Trail ends at the airport, but turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, toasting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constance's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. No, you won't. Nö, kein Bock. Übrigens, ich habe gemerkt in der letzten Folge, dass wo 47 uns angeschaut hat und gesagt hat, I leave you to preparation. Das ist natürlich eine Anspielung auf Diana war, weil die das immer sagt. Sorry, dass ich es nicht erwähnt habe, aber es ist mir schon aufgefallen in der Folge. Stand nur noch so mal sehr oft in den Kommentaren. Treffen Sie Diana Burnwood in Mendoza und stellen Sie Ihre Loyalität auf die Probe. Ich denke, die wird mich umbringen, ganz ehrlich. Wenn die Trilogie dann vorbei ist. Ich denke nicht, dass die uns noch auf unserer Seite ist. Aber wir haben einen sehr, sehr, sehr nice Smoking. Story-Mission haben wir. Die Besichtigung. Ziel im Blick. Überfluss. Der Fruchtpresse, Fruchtpresse, Fruchtpresse. Okay, wir machen Fruchtpresse auf jeden Fall. Aber gehen wir erstmal ins Level.
gucken wir uns erstmal an, was uns erwartet. Spielen wir das Spiel. Diana, bitte. Helfen Sie uns doch. Wir haben doch nur ihre Eltern umgebracht. Das passiert als Hitman. Ja. Auch nochmal ein schönes Level auf jeden Fall. Soweit ich weiß, ist das letzte Level nicht ganz so groß. Also es ist eigentlich unser letztes großes Level, was wir uns angucken. Besonders wenn es ein Zug ist, ist es ja wahrscheinlich sehr geradlinig dann im Vergleich zu so einem offenen Level wie hier. Because you're not an idiot. Let's just humor him. Yates likes his little games. Okay, die hat hier ihre Bodyguards. Fährt die weg mit denen oder sowas? Ich wäre richtig impressed, wenn die jetzt ins Auto einsteigt und fährt. War zu erwarten, dass sie zu Fuß weggeht. Ich hab Angst. Ich kann nicht mit dem Stress umgehen! Kann ich sie erschießen? Leute! Ich kann Diana erschießen. Wir haben zuerst zugeschlagen. Nein, okay. Ist nie passiert. Hallo, werte Dame. You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Gray. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Ich wurde angefasst, Hilfe. Here, I got you an invitation, just like old times. Come find me when it's done. Good luck, 47. Der Abschied. Okay, sie hat es nicht mit ihren Eltern angesprochen. Ich habe immer noch Angst. Diese Dame ist immer noch mad auf uns. Okay, wir töten einfach alle. Aber wie schön wir sind. Schön im Smoking. Da ist auch schon ein Ziegelchen. Bricht zwar leider nach einem Kopfbruch, aber immerhin ein Anfang. So. Ja, machen wir es uns heute ganz simpel mal. Wir kommen ja später eh nochmal zurück. Gottes Willen, habt ihr viel Text. Ich möchte den Überfluss machen. Wo muss ich hin? Da in 150 Metern. Okay. Darf ich hier auf die Party? Ah, Einladung. Hier bitte. Gracias, señor. Enjoy the party. Dankeschön. Ich werde die Party auf jeden Fall genießen. Ich bringe hier eine Bombenstimmung her. Ich habe leider keine Bombe dabei. Ein Apparativ? Ja, klar, gerne. Thank you. So, you must know everything that goes on at the event. Care to give me the lowdown? Let's see. Most of the guests have already arrived. And let me tell you, it's like a Forbes 500 convention in there. Most are high-profile clients of Morgan, Yates and Korn. But the Yates are still no shows. Word is, they're still up at the house. They haven't made an entrance yet. Curious. Any idea why? Well, I probably shouldn't be saying this, but... word is that Yates was in a great mood this morning, but that all changed when the letter arrived. The letter? Yeah. An honest-to-God letter delivered by courier. I mean, who writes letters anymore? Anyway, it must have been bad news, because Senor Yates heard the plant off the balcony. Big heavy one, too. It almost hit Isabel, one of the maids who had to go lie down. Oh. Anything else? The party is not the only thing happening at the estate. The winery is open for guests, too. You should check it out if you're interested in winemaking. It's harvest season after all. I might just do that. Thank you for your time. Right.
Pleasant evening, Senor. Okay, der hat einen Brief bekommen. Vielleicht wurde er schon als Konstante abgelehnt. Vielleicht played uns Diana. Wir finden es heraus. Wir untersuchen auf jeden Fall dann das Anwesen. Nein, ich möchte nicht tanzen. Vielen Dank. Auf jeden Fall war die Band schon wieder sehr laut. Ah, das ist Diana. Hat auch zwei Bodyguards. Ich finde es auch schön, wie sie blau ist und so. Don't kill. Do not kill. Steht oben links extra. Luther, Burnwood's flying solo. I want all eyes on. Let's see what she does. And Luther, redeploy the birds and key in on the party area. Whisper too thin. Too many blind spots. Okay. Anyone as much as in the wrong direction, Weinpresse, 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 Weinpresse. Got a message from the boss. Duty calls. Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. This Burnwood woman sure has his panties in a twist. Wonder what the deal is. Yates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Oh, and have a drink on my behalf. I don't drink. Makes me sentimental. A private tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates' own machinations are inconsequential. Joining the tour will give access to Vidal, away from the crowd. Wie merkwürdig, dass er es noch selber vorliest. Aber nee, das wollen wir nicht machen. Wir machen das hier. Das da drüben. Die müssen wir belauschen. So. Ja, sollten wir von hier oben schaffen eigentlich. We're talking knee deep. The whole place looked like a horror flick. Of course, Yates came down and told the poor sod in charge of the tanks a new one. You'd think there was some kind of fail-safe mechanism or early warnings is to be blamed. Yeah, you would, but you'd be wrong. If the pumps malfunction, the tanks overflow. That pretty much sums it up. So, pay attention to that pump flow. Unless you're in the market for an extra orifice. Lightning never strikes twice. We'll be fine. These fermentation tanks are accident prone. Oh, ich hab's weggedrückt. Nein! Diese großen Gärtanks sind anfällig für Unfälle. Wenn die zentrale Pumpe eine Fehlfunktion hat, laufen die Tanks über. Die Pumpe zu sabotieren wird Yates Aufmerksamkeit erregen. Das ist ja gar nicht der Matschi-Matscher. Ah, da unten ist er. Da, das ist eine Ecke da unten. Das Gerät. Da müssen wir jemanden zermatschen. Einfach, weil es so übertrieben brutal ist. Ich darf hier wahrscheinlich nicht rein, ne? Haben wir hier einen Bereich, wo ich jemanden beseitigen kann? Nicht wirklich. Ich gehe einfach mal, ne? Wer muss schon speichern in Hitman? So, vielleicht haben wir hier irgendwie Kleidung oder so. Ah. Okay, da kommen wir nicht rein. Die überlaufenden Gärtanks. Die Gärtanks sind für Weinlaufen über, wenn das Pumpsystem eine Fehlfunktion hat. Das ist schon einmal passiert und Don Yates war ganz und gar nicht erfreut. Trotzdem wurde noch keine Notabschaltung dafür installiert. Folgen Sie dem erfahrenen Arbeiter. Ja, ich folge ihm. Auch wenn ich mit Verkleidung ihm wesentlich besser folgen könnte. Ah, gut. Dann wird schon irgendwo in die... Da ist diese Pumpe. Mihatsu. Yes. And? Sprouting wings have to go away. I bought it. Don't you think I would have flagged it if anything was wrong? It's a seal. It's doing what it does best. Sealing. Hey, Jesus mio, what do you want from me? You know, I'm gonna cut you some slack because of the baby, but you might want to work on that attitude. I'm sorry, it's just... Yeah, yeah, we've all been there. Pumpversiegelung verhindert, dass die Gärtanks überlaufen. Der Vorsicht der Arbeiter nach zu urteilen, ist das System allerdings nicht narrensicher, das wissen wir ja. Beschaffen Sie eine Arbeiterkluft. Da hätte ich nur eine Dose. Könnte ich einen ausschalten. Ja, ne? Schaffen ist gut und so, aber wo würde ich den Körper verstecken? Nimm mal noch eine Dose mit. Ich bin sehr durstig. Er müsste eigentlich in irgendeinen Raum gehen, wo nur er ist. Kann er da drüber steigen? Nee.
Oh, so ein kleines Stückchen noch. Danke. So, verkleiden. Ich habe halt überhaupt... Ich habe eigentlich... Alle meine Hitman-Lektionen sagen mir, eigentlich mag ich es nicht, Körper rumliegen zu lassen. Aber ich muss einen Schraubendreher finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich happy damit, wie viele Leute mich hier erkennen. Ah, das ist ein Schraubendreher. Nee, ist ein Messer. Da ist eine Sicherung. Apfel. Weingut-Arbeiterschlüssel. Vielleicht kann ich damit die Tür da hinten öffnen und die Leiche noch wegziehen. Nee, den Typen müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie wegmachen da. Da ist eine Kiste zum Wegstecken. Ob die sich bewegen? Der bewegt sich 100%, wenn er was trinkt. Ja. Ein Mikrofon. Ja, aber hier wird ja irgendwo ein Schraubendreher 100% rumliegen. Und nicht nur Messer. Oh, eine Banane wieder. Wir können jemanden stolpern lassen. Gewonnen. So, wo sind wir hier? Eine Überwachungskamera ziehen. Wow, weißt du, da will man einfach nur die Aussicht genießen. Jetzt muss ich eine Kamera zerstören, sonst ist meine Anzeige die ganze Zeit bambuselt. So, wir haben gesehen, dass der Typ sich da vorne nicht bewegt. Das ist gut. Dann können wir nämlich zwei Leute jetzt beseitigen. Kisten haben immer ein Haltevermögen von 2. Falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. So, und jetzt ziehen wir den hier auch noch die Treppe hoch und beseitigen den. Ist echt schön sein, so nackt durch den Gang geschliffen zu werden. Ja, rein mit dir. Beseitigen. Zack. Ah, der hatte auch einen Schlüssel im Notfall. Im Fall der Fälle. Wir schauen mal. Irgendwo wird hier schon einer rumliegen. Ist das eine Münze? Okay, können wir Leute schon mal irgendwo hinlocken? Da ist ein Schraubendreher. Sag doch, hier ist irgendwo einer. Okay, was sollen wir als nächstes machen? Finden Sie einen Schraubenschlüssel? Ja, habe ich ja schon. Oder wurde mir markiert, wo einer liegt? Ich glaube, mir wurde markiert, wo einer liegt. Das Spiel hat aber auch Angst, dass ich Spaß habe. Oh, ein Kabarett, irgendwas. 3 Weine gibt es hier zu sammeln in dem Anwesen, okay. Nein, ich habe kein Messer. Ich equippe mich nur schon mal für notfällige Notfälle. Ich mit 2 Bananen. Mit 2 Bananen ist ja schon mal mega nice. Eine Brechstange wäre noch gut. Ein Dietrich wäre natürlich mega OP, aber ein Dietrich findet man nicht so einfach in den Leveln. So. Hast du einen Schraubendreher oder Technikraum? Ja, wo sonst als im Technikraum, ne? Now, the temperature and humidity in the barrel room is all controlled by the ventilation system. State of the art equipment. Highly da ist er. Sweet. And he operated. Hört auf zu reden und geht. Bacon Sandwich. Job gekostet. So. Hier geht. Hallo, ich bin hier, um meinen Zugang Stufe 1 Dongle zu holen. Oh, sehr gut. Und ich möchte bitte den Schraubendreher hier. Ach, Schraubenschlüssel. Nicht ein Schraub. Tut mir leid, Leute. Schraubendreher, Schraubenschlüssel. Ist alles dasselbe. Werkzeugkiste. Oh, cool. Ein Special-Koffer. Da liegt der, glaube ich. Ja. Mein Werkzeugkasten ist aus Versehen hinter dich gefallen. Danke. Warum ist da eine Wache, die mich erkennt? Okay, ist egal. Jetzt müssen wir nur da was machen. Und um da was machen zu können, müssen wir... den Typen loswerden. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich irgendwas anderes machen kann. Sicherung ersetzen. Ja, cool, ich habe das hier repariert. Aber ich möchte erstmal die Leitung freilegen. Dafür muss ich genau vor dem hantieren. Okay. Ja, ist ja cool, dass die Sicherung da rein muss, die 3 Meter daneben lag. Warte, was denn, wenn ich hier einfach einmache? Okay, juckt keinen. Schau mal den schönen Ziegel, der mir dahinter gefallen ist. Okay. Du bist so erneut!
Boing, Junge! So. Ohne, dass ein Wachmann herguckt. Besonders die da draußen. Die schnell da oben reinziehen in den Raum. Körper wurde gefunden. Okay, schade. Okay, machen wir es einfach ultra safe. Wir nehmen eine der Münzen. Werfen die da hin. Er ist ja bezahlt und ein bisschen abgelenkt. Und während er weg ist, machen wir das Kabel hier kaputt. Scheinbar auch mit dem Schraubendreher. So, und jetzt müssen wir die Weinpumpe sabotieren. Oh, oh, warte. Oh, pff. Gut, dass der so blind ist. Jetzt fällt da hinter dich eine Münze. Die ist irgendwie im Boden verschwunden. So. Der arme Junge wird einfach nur abgelenkt. So, jetzt können wir hier mit dem Schraubenschlüssel das sabotieren. Sehr schön. Oh. 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 Der Überfluss. Oh. Da ist ein kleiner Unfall passiert. Junge, der ganze Boden wird rot gefärbt. Was für eine Verschwendung. Ja, aber wirklich. Ich speichere mal hier, weil ich keinen Plan habe, wie ich ihn jetzt von hier aus ausschalte, weil er ist in einem Raum mit 1000 Wachen. Ah, gut, schauen wir mal. Who was it then? Which of you era-defining geniuses just poured half the goddamn harvest into the drain? Please, I'm dying to know. Klar, dass die untertitel ihn übersetzen, aber gut. No. Kann ich sagen, dass ich war? Nee. Irgendwer ist sehr sad darüber. Who wants to break the news to sweet Valentina that someone took a giant piss all over her ancestral vineyard? Nobody? No volunteers to break my wife's heart? Well, what do you know? All right. Show's over, people. Clear the floor. There's no way you'll clean this mess up by hand. Oh, and somebody get Mr. Vargas a towel and a shot of horse tranquilizer. Unbelievable. Okay. How many millions? Yeah. Bunch of prize idiots. First, the Burnwood thing. Now, this. It's supposed to be my big day. What did I ever do to deserve this? Okay, der hat alle einfach weggeschickt, aber die Wachen stehen alle noch da. Warte mal, Sir. So, jetzt wird er ja gleich wahrscheinlich gehen. Also das ist so meine Chance, ihn auszuschalten. Oder muss ich dann nochmal... Warte mal, er steht ja gerade da. Ich drück mal hier den Schalter. Ah! Unfallkill. Ah! Aber ich will ihn in die Fruchtpresse legen. Ich will ihn halt wirklich fruchtpressen. Das war also die gewollte Methode. Wisst ihr, was lustig ist? Ich kann ja... Ah, ich brauche eine neue Sicherung, um nochmal das durchdrehen zu lassen. Okay. Ja, der wird jetzt nur weggezogen. Okay! Time to work, 47! Ich muss den gesamten Raum leer räumen. Alle Wachen weg haben, auf jeden Fall. Drei Wachen müssen wir ausschalten. Wir speichern mal hier auf jeden Fall. Wir haben ja hier gerade erfolgreich gedingst. Der Wachmann hier ist scheinbar mit dem Koffer verbuggt. Durch das Speichern und Laden. Der setzt den immer nur hin und versucht, ihn aufzuheben. Gute Übung. Ein Wachmann ausgeschaltet. Okay. Ich glaube, ich habe alle beseitigt.
Ich habe so viele jetzt aus dem Raum... Ach, warte. Er hier? Ist er noch im Raum dann? Nee, er geht, ne? Ich hoffe es. Ich speichere mal. Ja gut, ich muss ihn kurz mal noch weglocken, damit ich das Zeug machen kann. Dahinter ist irgendwas zerbrochen. Say what? Must be those kids. Missing around the gate. So, ich brauche keine Arbeiterkluft, um die Sachen zu sabotieren. Easy. Jetzt heißt es warten und Spaß haben. Let's go. Wer würde mit dem Anzug in diesen Wein reintreten? Egal wie wütend man ist. So, jetzt gehen sie einfach alle. Okay, Zeit Pause zu machen. Was machst du hier, Mr. Wachmann? Aha, der hat trotzdem noch einen Wachmann, der hier mitkommt. Der da oben? Egal, wir haben's. Niemand kann uns mehr stoppen. Zack, der ruft nur Wachen. Wir haben kurz Zeit. Kompromittiert? Ich weiß nicht, wie schnell die Wachen hier sind. Wir haben ja echt viele ausgeschaltet. Aber schnell. Feindselig, beginne Kampf. Oh. Schnell hier rein. Ja. Ich habe mein Ziel erreicht. Schnell. Ziel ausschalten. Dam, da. Oh. Lecker. Es gibt keine Beweise für meinen Mord. Junge, ist das brutal. Hilfe. Traubenpresse. Okay, cool. Ja, dann laden wir mal den Spielstand, wo ich nicht Chaos verursacht habe. Und den einfach nur Elektro gebrutzelt habe. Viel besser. Gut, dann haben wir das erledigt. Ich würde sehr gerne in diesen Security-Bereich da hinten hingehen, tatsächlich. Um mich um die Kameraaufnahme zu kümmern. Weil es wirkte so, als wäre der Bereich da hinten, da wo unser verbackter Koffermann ist, als wäre das hier so der Security-Bereich. Ich sehe auch gerade, dass man hier runterklettern kann. Ja, schauen wir mal. Was soll denn passieren, wenn wir hier unten langlaufen? Nichts. Okay. So, hier vorne habe ich vorhin eine der Luken gehackt. Das kann ich ja wieder machen. Genau. Mal kurz mit meinem Handy das öffnen und dann gucken wir mal da rein, ob das der Security-Bereich ist. Welche Gelegenheiten haben wir denn noch eigentlich? Beide. Sehr schön. Können wir noch eine zweite Story-Mission hier machen. So, wo sind wir? Da sind ein paar Weintester. Da klettern wir mal rein. Werden ja schon ihre Gründe haben, warum die sich hier verstecken. Naja, keine Gründe, mich zu erkennen. Oh, der legendäre Wein. It's a vintage year. Ja, und woher soll ich wissen, welches Jahr es ist? Ist der zweite wahrscheinlich. Wein des Anwesens. Okay, und der dritte ist halt... Dann der da drin für das Achievement. Oder du? Ne, den habe ich schon. Woher soll ich denn wissen? Ah ne, da. Das ist der dritte dann. Malbec. Ja, das sind die drei Weine des Anwesens. Okay. Aber wie finde ich das Jahr von der Flasche raus, um die zu hacken? 2012 steht auf der Flasche? Okay, das ist eine sehr legendäre Weinflasche. Stehen auf denen auch ein Jahr? Dass die so detailreich sind, dass man sogar die so nahe angucken kann, ne? Wir gehen mal 2012 ein. Ist falsch. Ja, kann das Milchglas hier auch ausmachen. Warum habe ich die Weinflaschen als Information? Ich will aber nur wissen, was eine Jahreszahl hätte ich gerne. Ein Vintage hier. Das ist nicht immer so 1968. Okay, ich muss nur 100 Zahlen durchtesten. 1967. Okay, das wird nicht die Lösung. Ich will diese Flasche. Vielleicht hören wir die Zahl hier irgendwo, wenn wir ein paar Leute belauschen. Good evening. Oh, ich bin ein Weinchester-Arbeiter. Jetzt dürfen die Arbeiter hier den Wein trinken. Was zur Hölle? Oh, guck mal, er hat die Treppe hochgeschafft. Ich befreie ihn mal aus seiner Loop mit einer Münze. Der ist hier komplett eingefangen, der Junge.
Der wird sich nie wieder bewegen können. Na gut, können wir da hochgehen dafür. Das sieht aus wie ein Security Room. Da sind die Aufnahmen. Oh, ho, 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 ho. Ich wollte gerade sagen, wenn der Typ sich jetzt nicht umdreht, kann ich die abschießen von hier. Okay. Meine Pistolen sind wieder grün. Ich habe die Sicherheitskameras ausgemacht. Ich würde sagen, wir wechseln mal unsere Verkleidung und werden Sicherheitsmann. Kriegen wir, glaube ich, auch hin. Sobald der da nicht... Sobald der da... Kommt, wohin willst du? Wo kommt der jetzt hier runtergelaufen? Ungünstig. So, hier ist eine Box, das ist gut. Muss ich nur einen eigentlich in den Gang locken. Vielleicht kriegt ihr ja mit einer Münze irgendeinen dahin. Sind ja relativ nah. Du sollst mir nicht zugucken, wie ich meine Münze werf. Genau, perfekt. Der Einzige, den ich ausschalten kann, läuft hin. Tut mir leid, Senior. Das ist meine Münze. Bitte gehen Sie in den Container. Und bitte geben Sie die Kleidung her. So, dann nehmen wir die Waffe und die Pistole. Jawohl, Security Man 47. Jetzt darf ich mich hier bewegen. Sicherheitsraum. So, nutzen Terminal. Ach, die hat wieder so einen Zugangs. Disable Security Türen? Ja. Sicherheitstür deaktiviert. Eine Minute. Was hat es mit diesem Wein auf sich? Warum ist es so eine große Sache? Ist es eine der Story-Missionen, die ich hier gerade mache? Nö. Alarm auslösen. Temperatursteuerung. Hä? Warum ist das mit Timer und so? Ich musste erstmal den Code rausfinden. Da komme ich doch alles nicht in den Raum. Komme ich doch einfach unten rum rein. Ja, guck mal, da sind die. Hallo Diana. Na? Ist nicht schön, hier bei mir zu sein? Okay. Interessant hier, wie einfach mein Ziel so neben mir auf einmal steht. Anything to report? As it happens, we are looking for a troublemaker. Head of security is aware of the situation. I figure it's nothing we can't handle. Okay. Wer könnte denn ein Troublemaker sein? Mr. Tobias Reaper. According to our background check, Reaper is a corporate liquidator based in the city of London. Das bin ich? No registered place of residence. Interesting. Keep digging. Vidal ist misstrauisch. Tamara Vidal ist äußerst aufmerksam und scheint misstrauisch gegenüber Tobias Reaper zu sein. Das ist ja unser Deckname. Sie hat Diana offen gefragt, ob sie beide Seiten gegeneinander ausspielt. Und es braucht nicht viel Recherche, um zu erkennen, dass Reaper eine tarnende Identität für Dianas abtrünnigen Killer ist. Doch vielleicht kann man ihr misstrauisches Wesen gegen sie verwenden. Was könnte die Zahl sein? Ich will das halt hacken irgendwie. Aber vielleicht muss man da wirklich ein Weinkenner sein oder sowas. So wie das Spiel sich manchmal verhält. Was haben wir hier? Ah, hier ist der große Platz. Aber hier ist irgendwas zum Fotografieren. Kamera. Das da? Open your phone to view. Wartet mal, ich hole mal mein echtes Handy. Es erkennt den QR-Code nicht. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu dunkel, das Spiel. Okay, ich habe den so schwarz-weiß wie möglich gemacht. Vielleicht kann ich ihn jetzt scannen. Fehler beim Erkennen des QR-Codes. Okay. Keine Ahnung, ob man den wirklich QR-Code scannen kann. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Was haben wir sonst so hier? Ah, eine Sicherheitstür-Schlüsselkarte. Nice. Jetzt können wir auch hier durch die Tür gehen. So einfach geht's. Hier ist sogar so eine Kiste zum Wegräumen. Und hier ist ein Gebiet, wo ich nicht rein darf. Wird uns bestimmt ignorieren. Warum habe ich einen Tauchanzug? Spind öffnen. Aber mal gucken. Oh, Kokainblock. Nice. Ich hoffe, die unterhalten sich weiter für immer. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Söldnerverkleidung. Ha! Perfekt, jetzt darf ich hier unterwegs sein. Eine Brechstange. Auch sehr nice. Darf ich als Söldner auch in den anderen Bereich? Muss ich mal kurz checken. Sonst muss ich mich wieder zurückverkleiden. Oh, als Söldner erkennt der mich.
Ah, der guckt eh weg. Kann ich dem irgendwie seinen Koffer wegnehmen? Kann man den irgendwie anrempeln? Ich würde ihm halt gerne helfen. Ich werfe eine Banane gegen den. Weil eine Banane knockt nicht aus. Und dadurch kann ich dann den Koffer mitnehmen und dann gehen wir einfach. So, und den legen wir jetzt hier hin. So, fertig. Er kommt zurück. Ich habe ihn repariert. Jawohl. Mit der Macht der Banane. Eigentlich voll die Verschwendung für eine Banane, aber was soll's. Die Sache ist halt die, wenn ich das mit dem Bein jetzt nicht rausfinde, steht's eh wieder in den Kommentaren. Also muss ich's jetzt rausfinden. Ist ja egal, ob ich hier eine Stunde für brauche, weil ich schneide die einfach komplett raus dann am Ende. 83 und 89 haben wir hier auf dem Fass stehen. Zeit, das auszuprobieren. 83 und 89. Oder ist Vintage hier was anderes? Ich google mal, was ein Vintage hier ist. Vintage hier ist the year in which the grapes were harvested. Also das Jahr, in dem die Trauben gesammelt wurden. 90 bis 93 sind exzellent und 94 bis 97 sind superb. Gucken wir mal. Also müssen wir 90 bis 97 ausprobieren. Let's go. Oh oh, kein guter Wein. Es kann doch einfach halt so ein uralter Wein sein, ne? So ein 1980er vielleicht? Ah, ich will nicht 20 Zahlen ausprobieren. Will ich 20 Zahlen probieren? Jetzt bin ich committed. Okay, wir haben 1980 bis 1997 durchprobiert. Müssen wir jetzt 1970er durchgehen. Überhaupt nicht auffällig eigentlich, ne? So der Typ, der ja einfach alle Zahlen eingibt an dem Tastenfeld so eine Stunde lang. Ja, ich bin von der Security, ich darf das. Okay, 1970 ist es auch nicht. Müsste ich jetzt die 60er Jahre schon durchgehen. Ach, warte. 97 Jahre alt ist superb. Oh Gott, das wäre dann so 1920er, ne? Oh Gott. Also, wir sind gerade bei 100 Jahren, ne? Aber ich fange hier einfach mal an. Müssten ja da nicht viele sein. Will ich das wirklich machen, was ich hier gerade mache? Ich tippe hier einfach nur dumm diese Zahlen ein. Jetzt bin ich schon wieder 20 Zahlen durchgegangen. Den gibt es einfach gar nicht, den beiden. Als Kind hatte ich mal das Passwort vor meinem Koffer vergessen. Da musste ich auch alle Zahlen durchgehen. Daran erinnert mich das jetzt. 1945! Ich weiß nicht wofür, aber ich habe es geschafft. 1945er Grand Paladin. Stand die Zahl hier drauf? Nein, tatsächlich nicht. Wer damit? Der Grand Paladin. Yates hat eine Flasche 1945er Grand Paladin. Den seltensten und teuersten Wein der Welt. In seinem gesicherten Weinkühlraum eingelagert. Der Grand Paladin ist eine von gerade mal 5 Flaschen und wurde Yates von einem einflussreichen Klienten geschenkt, nachdem er einen Fall für ihn gewonnen hatte. Ah ja. Ein hervorragender Jahrgang. Stehlen Sie den 1945er Grand Paladin. Grand Paladin. Oder sowas, wie auch immer man Grand ausspricht. Nicht Grand auf jeden Fall. Okay. Nachdem ich mich eine Stunde darum gekümmert habe, können wir jetzt die nächste Story-Mission machen. Ich würde sagen, wir machen die mit dem lustigen Schnauzermann. Yates hat vor, Diana und Vidal auf einer Besichtigung des Anwesens mitzunehmen. In Begleitung seines skrupellosen Strippenziehers Corvo Black und Gabriel Vargas, dem Oberwinzer des Anwesens. Sich der Besichtigung als Black oder Vargas anzuschließen, würde einen ganz nah an Vidal heranbringen. Und das komplett ohne neugierige Zuschauer. Na dann, verkleiden wir uns als Corvo. Aus Dishonored. Also zumindest sagt mir der Name davon was. Aber verkleiden wir uns als Korb. So, noch ein Stockwerk weiter. Oben ist der. Ist auch noch so viele Bereiche zu entdecken. Aber so cool, diese Level. Hallo, ich möchte hier raus, danke. Hi there. So nice, diese ganzen Hitman-Level immer. Ich liebe die. Ist so schade, dass das irgendwann vorbei ist. So, da drüben ist er. Wie verkleide ich mich als dich? Ansprechen. Mr. Black? What is it? Message from Gabriel Vargas, the chief winemaker. Says the tour is about to start.
They're waiting for you down by the grape fields. Okay. Now get out of my face. Verkleiden Sie sich als Oberwinzer. War das die Story? Als Black oder Vargas anschließen würde einen nahe ranbringen. Jetzt muss ich ihn ausschalten, weil ich ihn dahin geschickt habe als Wachmann. Dass es überhaupt geht, ihn als Wachmann dahin zu schicken, ist natürlich cool. Ich weiß nicht mal, wie ich schnell hier runterkomme, ganz ehrlich. Ich gehe mal die Treppe wieder runter, wo ich herkomme. Jetzt müssen wir den armen Schnauzermann ausschalten. Eigentlich wollte ich von dem rumgeführt werden und ein bisschen Wildfacts hören, aber... Dann machen wir es halt so. Vielleicht gucken wir uns auch noch die andere Möglichkeit an, irgendwann. Scheinbar hat die Story-Mission ja mehrere Ansätze, wie man das Ganze angehen kann. Da kommt man nicht runter. Doch, da ist noch eine Treppe. Er hat sich nur versteckt. So. Der Oberwinzer. Das kann man auch nur als Wachmann den Typen losschicken, ne? Ist eher so eine geheime Möglichkeit dann. So. Da ist Mr. Oberwinz. Aber hier ist ganz schön viel los. Ziegel. Irgendwo muss ja hier irgendwas sein, womit man den ablenken kann. Da ist ein Schredder. Wie lange haben wir schon niemanden mehr geschreddert? Das ist ein ganz schön brutales Level. Die Stamper und den Schredder in einem Level. Und hier ist eine Box zum Körper verstecken. Okay, ich höre ihn jetzt aus. Zack. Einer weniger. Kommst du als zweites? Statt dem anderen Typ? Oh, er kommt als zweites, weil er näher dran ist. Ja, dann können wir uns als der verkleiden eigentlich, wenn das noch ein zweites Mal so funktioniert, wie wir wollen. Haben wir irgendwas zum K.O. schlagen? Kokain. Gute Träume. So, und jetzt legen wir den da rein. Und verkleiden als Oberwinzer. Hallo, ich bin hier, um Ihnen eine Führung zu geben. Diana muss es ja mega cool finden, jetzt mal live in der Mission dabei zu sein, eigentlich. Schließen Sie sich den Gästen an, dann machen wir dies. Ich kann den 1945er Grand Paladin nur empfehlen. Willkommen zu Vignetta Yates. I'm Gabriel Vargas, Chief Winemaker. And I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but they're all above your pay grade. We're good. Lead the way, Senor Vargas. Follow me. Stellen Sie den Herstellungsraum vor. Ach, da drüben. Hier lang, hier lang. Folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen den Herstellungsraum. Ich weiß ganz genau, wo der ist. Nämlich hier drin. Herstellungsraum vorstellen. Kommen Sie rein. Nicht so langsam, meine Kinder. Ich habe hier noch einiges zu erzählen. Das könnte den ganzen Tag dauern. First stop on the tour is the production floor. Prize-winning Malbec grapes are processed. Our equipment is state-of-the-art, including a drag-in freezer unit. And last but not least, our grape crusher. Industrial size for your disposal purposes. Interesting. Follow me, please. Schade, dass wir noch niemanden da reingemacht haben in dieser Variante der Welt, aber schön, dass er über die Traubenquetscher redet. Stellen Sie den Gärkeller vor. Oh, wäre schade, wenn da jemand reinfällt. Oh, wäre sehr schade, wenn da jemand reinfällt. Oh, wäre so schade. Warum kann ich die nicht da reinwerfen? This is our grape crusher. De-stemmed grapes are crushed into a thick pulp by a powerful rotating cylinder, making each grape quite impossible to ID. Follow me. Ja, hier sind leider zu viele Leute. Stellen Sie den Gärkeller vor. Ja, der ist nicht mehr so ordentlich, aber okay. Wird die zermatscht? Scheinbar. Oh, ich würde die so gerne in den Schredder da oben reinwerfen, Junge. Ich müsste aber die Wache loswerden, die ich mitgenommen habe, ne? Ja. Ja. Das hier ist unser schöner Gärkeller. Wir treten Sie ruhig in die Suppe rein. Next on our tour is the fermentation atrium. In these spacious tanks, which could easily be able to contain a couple of hundred human bodies, the sugars in the wine are converted to alcohol. This is also where we squeeze the must into a fine juice using our grape presser. Fascinating. Come along. Stellen Sie das Fasslager vor.
So kriegt man jemanden hier rein, wow. This is the facility's grape presser, where the freshly crushed pulp is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. Much more efficient than the ancient practice of grape stomping, but also less personal. Wie sie sich einfach reinstellt. This is what the little guy feels like. Ja, aber ich kann das ja nicht drücken, ne? Aber warum stellt die sich da rein? Hä? Was ist los mit der? Machen wir nochmal hier so ein, ja. Ich drücke einfach mal, ne? Sorry, but do I know you? We need to keep ja, ne? So machen wir das nicht. Nee. Hä? Warum stellt die sich da rein? Was eine Verlockung. Einfach beide in der Fruchtpresse besiegen. Das wäre ein Traum. So, und hier werden die guten Weine gelagert. Ja. Das werde ich aber gleich nochmal wiederholen in meiner Hitman-Stimme. Final stop. The barrel room. Nothing dramatic. Just wine biding its time. The vault next door contains our most precious bottles. But the access doors are made from ballistic glass and can only be unlocked from the security room high above our heads. So, unless you're the Sparrow, don't get any ideas. Remarkable. So, this concludes our tour. I do hope you found it inspiring. Signora, I bid you farewell. Story-Mission abgeschlossen. Die Besichtigung. Hey there, big boy. Und wie hätte ich die dabei jetzt ausschalten können? Okay, ich will sie da oben reinwerfen, ne? Dann fangen wir die Führung noch nicht an, sondern ich beseitige erst alle, die mir im Weg sind. Die Presse haben wir schon gesehen. Die interessiert mich nicht mehr. Aber, wenn ich den Wachmann da oben wegkriege, den da, Mr. Ich chill hier eigentlich mein Leben. Wir haben hier eine Box für zwei Körper. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wir müssen nur den da wegmachen. So, einen weg. Wenn wir den da oben noch wegkriegen. Mit einer Münze einfach hier runterlocken eigentlich, ne? So, jetzt kommt er eigentlich komplett außen rum. Genau, und dann schalten wir den hier aus. Und dann haben wir da die Fruchtpresse für uns. Dann müssen wir nur den Wachmann irgendwie vorher loswerden. Der ist halt ein gigantisches Problem. Warum habe ich den hingeschickt, den Wachmann? Kann die in die Trauben reinlegen? Ich will aber nur beseitigen und nicht eliminieren. Ich glaube, da drin würde er nämlich ersticken. So. Speichern. Wie wird man einen Wachmann los, wenn alle drei Leute einem folgen? Eine Person ist ja egal, was ich mache. Wo kann man denn da rüben hingehen? Den Kühlraum vorstellen? Oh! This is an industrial cold storage unit, useful for preventing cellular decomposition. It easily reaches temperatures of minus 10 degrees Celsius. Trust me, you don't want to stay inside for long. Kann ich irgendwie schaffen? Hey, there's no doorknob on the inside. Seems like a pretty glaring safety omission, if you ask me. I suppose. Probably soundproof, too. And good luck getting a phone signal. Follow me. Also ich könnte die da reinsperren. Kann ich schaffen, dass der Wachmann nur da drin bleibt? Also da war meine Möglichkeit, die auszuschalten. Kommt mit, aber kommt nicht mit. Diese extra lange da drin stehen bleiben. Ah, jetzt. Oder? Diese wieder reingehen, wenn ich in die Nähe gehe. Okay, warte mal, machen wir mal. Hier fällt was hin. Haben wir den gehört überhaupt? Ja. Warte, ich habe eine bessere Idee. Erst der Wache, ne? Also müsste er die Wachenprogrammierung haben, dass wenn er eine Waffe sieht, dass er die wegräumt. Wir machen das. Aber gleichzeitig droppe ich die Hackelpistole. Jetzt geht er gucken. Findet eine Pistole. Okay, er geht in der Wache Bescheid sagen, scheinbar, dass sie die wegräumen soll. Und wir gehen jetzt hier hoch. Wir gehen jetzt hier hoch. Jetzt kommt er auch schon wieder. Warum ist er so gut? Ah, warte. Ich habe ja noch eine Waffe.
Wenn ich die jetzt hier droppe, sollte er zuerst hier oben ankommen und dann sollte er losgehen und die wegbringen. Genau, und die Dame kommt hier hoch. Jetzt müssen wir uns nur beeilen. This is our grape crusher. The de-stemmed grapes are crushed into a thick pulp. Okay. Diana, möchten wir gehen? Wir gehen, oder? Und der Wachmann weiß einfach, dass sein Job vorbei ist. Er geht einfach schon. Lalala. Wo ist Diana hin? Bin ich Diana? Finden Sie einen Ausgang? Okay. Ich sehe keinen Ausgang markiert. Ah, da oben. Nice. Haben wir das geschafft, was wir wollten. War sehr umständlich, den Wachmann irgendwie loszuwerden, aber das, wenn sie Waffen sehen, dass er weggeht, ist halt einfach 1000 IQ-Move jedes Mal. War auch umständlich, da jetzt alles freizuräumen. Ah, Diana. Warten Sie kurz, ich muss mich noch umziehen. Ich kann doch nicht so zu einem Treffen kommen. So, hier habe ich ja den ersten Typen ausgeschalten, glaube ich, ne? Schwarz-Weiß-Smoking. Genau. So, sind wir nicht schick in unserem Smoking? Diana, wenn Sie uns hier auf der Tanzfläche erwarten, dann bitte ich doch um diesen Tango. Tanzen wir in die Freiheit. It's done. Now what? Now we strike at the heart. Edwards, you know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. Ah, cooles Ende. Verrät sie uns? Verrät sie uns nicht? Ich weiß es noch nicht. Sie hat noch nicht erwähnt, dass wir ihre Eltern umgebracht haben. Aber wir waren lautloser Killer, wie immer. Sehr schön, haben die Ziele ausgeschaltet, haben jemanden zerstapft, waren der Weingutachter, haben die geheime Flasche geklaut. Ah, so viel erlebt heute wieder. Alle drei Flaschen auch gesammelt nebenbei. Einen Unfall passieren lassen, jemanden zermatscht. Lecker. 33.000 Erfahrungen. 5 Sterne, lautloser Killer. 1 Stunde benötigt, wie immer. Ah, schauen wir mal, was wir freigeschaltet haben. Eine sexy Tranquilizer-Waffe, sehr schön. Eine Pistole, sehr hölzern. Ein Stein, Startpunkt beim Weinberg. Parkplatz, Bootshaus, Arbeitertoilette. Eine Münze, eine klassische Münze. Ah, für 12-mal lautloser Killer abgeschlossen. Nice. Warum nicht 17-mal? Das notwendige Übel. How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. I am sorry. This is a necessary evil. What have you done? Ether Brand's neurotoxin transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. Ich habe noch eine Mission.
Okay, Leute, ich spiele jetzt weiter. Ihr seht es in der nächsten Folge. Die sollte aber direkt am nächsten Tag kommen, weil es sollte jetzt nicht mehr lange gehen, das Spiel. Aber den Cliffhanger gönne ich euch auf jeden Fall. Und ich würde meinen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer Folge Hitman. Schnelles Outro, ich weiß, aber bringen wir es zu Ende beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimmelmann.